Da sind wir doch wieder in Hausflipper bei unserem frisch gekauften Haus, wo wir die Wände ein bisschen umgesetzt haben. Ich meine, das ist immer noch nicht schön, aber wir werden jetzt erstmal eine Küche hier hinzimmern, um zu gucken, wie wir das genau machen mit dem Fliesenspiegel und mit dem Wohnzimmer. Und es soll auf jeden Fall eine kleine Wohnküche werden, obwohl ich so ein richtiges Wohlfühlzimmer wohl unten in den Keller bauen werde. So, aber einmal kurz die Fenster. Ich weiß, die können wir auch umsetzen. Will ich aber nicht, dann sieht es von draußen Mist aus. Aber eins nach dem anderen. Oh, mal kurz sauber mit den guten Schmuckstücken. Sehr schön, den können wir nicht sauber machen, ne? Nein. Lassen wir mal auf. Gut, gehen wir erstmal. Was haben wir hier überhaupt? Stickdosen. Sind die in Ordnung so? Sieht so fast so aus, ne? Jojo, da können wir nichts montieren. Gut. Den gucken wir erst mal. Hier hatten wir ja geguckt nach den Fenstern, aber ich wollte jetzt. So, zurück. Das müsste hier sein. Möbel, Küchen. Funktionsschränke, hängende Küchensets. Funktionsschränke, stehende Küchensets. Ich würde schon gerne so eine Pastellküche. Ich finde die ja nicht ganz hübsch. Würde hier auch gut passen, aber die gibt es nicht um die Ecke, ne? Ich glaube nicht, ne? Helles Küchenset ab Lembo. Ich meine, ich könnte jetzt den Namen eingeben, klar, aber gucken wir erstmal so durch. Weil ich glaube, um die Ecke hatten wir wirklich nur diese eine, die wir in einem anderen Haus haben. Die will ich jetzt hier nicht. Wir müssen ja nicht über das gleiche reinbauen. Na, haben wir nicht wirklich um die Ecke? Stehendes Küchenset, hängende Schränke. Wir sind ja auch stehende Küchensets, naja. Funktionsschränke, hängende Küchensets, hängende Schränke, sonstiges, da finden wir... Ah, das sind die Dinger, okay. Ja, aber da finden wir... Gut, hier gibt es die Küchen. Oder Kücheninsel mit Herd. Also das ist natürlich auch schick, ne? Aber die haben wir ja gebaut. Aber die passt so doof zusammen, ehrlich gesagt. Hier hätten wir eine komplette Küche in T-Form mit Herd und Spülbecken. Das wäre schon mal nice. Die gibt's aber auch so. Wohl die Route hätte auch was, ne? Ich glaube, da können wir sogar noch, ja, da können wir sogar noch die Farben ändern. Ah, okay. Ich wollte die schon gern ganz an der Wand stehen haben, nicht, dass da noch Schränke sind. Okay, warte mal, das hat man hier nicht so gesehen. Wie wird die denn aussehen? Ah, die könnte man ganz an die Wand stellen. Hier ist aber auch kein Herd drin, ne? Küchenzeug mit Spülbecken, Hex. Ah, so ein Eckding ist schon gut. Aber da ist kein Ofen oder so mit drin, ne? Das Ding will ich nicht schon wieder. Ne, und hier oben ist nur das Teil. Aber gut, Herd können wir extra bauen. Weiß, ja, aber weiß ist so langweilig. Das ist die Arbeitsplatte, oder? Ne, jetzt sind die Schränke sehr schön. Das Holz, ja, ich weiß nicht. Schwarz auch nicht unbedingt. Das finde ich ja nicht ganz hübsch. Aber ja, das sind die Griffe, die sind schon okay. Die Arbeitsplatte. Ah, die hätte ich schon gerne ein bisschen heller. Ja. Spülbecken schwarz passt. Gucken wir mal, kriegen wir das, denke ich, überhaupt hin? Bevor wir jetzt hier stundenlang rumspielen. Wir könnten natürlich auch die so stellen. Hier noch eine kleine Wand vorziehen. Aber dann hätten wir wieder eine getrennte Küche. Nee, das will ich gar nicht. Mal sehen. Kriegen wir die so hin? Na, nun, genau. Sind sie ordentlich dran? Jo. Glaube ich. Ja, glaub dichter geht nicht. So, hier dann vielleicht noch einen Herd nehmen. Oder hier so nehmen und dann noch einen Schrank zwischen. Ich weiß nicht, ob es einen passenden Schrank zu gibt. Küchenset mit Spülbecken-Hex. Das ist eine gute Frage. Wir können ja mal Hex eingeben. Vielleicht finden wir da ja mehr Küchenteile von. Wieso ist Caps Lock an? Hex. Ja gut, Hex gibt's ja einiges. Moderner Hängeschrank-Hex. Okay, Küchenset mit Spülbecken-Hex. Eckküchenset-Hex. Küchenset mit Herd-Hex. Ja, gut. Das ist aber viel zu groß. Ich will nur was gucken. Naja, das passt hier auch nicht. Wie gesagt, ich wollte nur was gucken. Das ist klar. Ich wollte nur gucken, ob es vom Aussehen her dazu passt.
Ja, Ofen gucken wir gleich mal extra. Wir brauchen auf jeden Fall, das soll ja farblich zusammenpassen. Hängeschränke, die gibt's natürlich nicht ums Eck und passen hier auch nicht, ne? Ich glaube, ich werde das Fenster, oder? Ich hätte gerne einzelne Schränke. Gibt's hier sowas nicht? Von Hex? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Hier, nehmen wir mal Hex raus. Zurück, zurück. Küchen? Hängende Küchensets. Gibt's da echt nichts von Hex? Ums Eck oder so? Wir gucken mal kurz was Sonstiges. Mann, jetzt sind wir ja wieder hier. Ist das ein Sofa? Achso, das ist diese runde Theke. Okay. Mama. Gibt's nicht? Gut. Aber wir können ja mal kurz bei Hängeschränke gucken. Ich glaube, hexmäßig haben wir hier zwar jetzt nichts. Das passt aber farbtechnisch schon einigermaßen. Aber besser gesagt, man kann ja die richtige Farbe einstellen, ne? Das sind alles nur einzelne Schränke, ne? Aber hier hätten wir schon mal so ein Eckteil. Ich glaube, das passt hier nicht rein, aber vom Aussehen her. Na, Farbe sowieso schon mal nicht. Warte mal, Farbe, der bräuchte mir schon so gräulich, genau. Ich will nur mal gucken. Küche ist immer so eine Problematik. Ich glaube, die kann ich gar nicht drehen, oder? Passt hier auch nicht hin. Das wäre vom Fenster. Ich glaube, ich werde das Fenster doch versetzen müssen. Könnte natürlich auch die Variante nehmen, aber ich glaube, die passt auch nicht besser. Mal gucken. Ah, ne, hängt auch ein bisschen über, oder? Na, ganz oben unter wäre auch doof. So ungefähr. Passt das denn überhaupt mit dem Fenster? Nochmal gucken. Aber haargenau. Wie aus dem Ei geleckt. Farblich passt das zwar zu den Schränken da. Hier müsste noch so ein Schrank neben. Den würde es gehen. Den würde es definitiv gehen. Ich will die Fenster nicht umsetzen. So, aber dann könnte man den oder den, je nachdem wie groß das ist. Farbe müssen wir natürlich auch die nehmen. Als wäre es perfekt geplant gewesen. Natürlich war es auch eben. Könnte man hier mir so ein bisschen Küchenzeile machen, aber wir brauchen ja definitiv noch. Das ist halt so ein Problem. Hier könnte man noch Schränke oder machen. Hier könnte man den Kühlschrank gut hinstellen und hier in den Herd. Hier vielleicht noch einen Schrank nehmen. Müssen wir mal gucken. So, wir sind immer noch bei hängende Schränke. Wir brauchen stehende Schränke. Was haben wir denn hier überhaupt? Remake. Gut. Nicht bei Sets. Hängende Küchenset. Gibt es keine stehenden Schränke? Doch, da. So, Remake. Dann gucken wir mal, ob wir da auch was haben, damit es ein bisschen zusammenpasst. Das ist Vigo. Primär. Guck mal, haben wir sogar um die Ecke. Hätte man nicht auch gleich einzelne Stellen. Ne? Guck mal, hoher Küchenschrank Primär. Da ist sogar ein Ofen mit drin, ne? Ich glaube zwar nicht, dass der hier passt, aber man kann es ja mal ausprobieren. Farbe, ne, die hatten wir, ne? Die hatten wir. Ah. Würde hier aber, glaube ich, gar nicht so schlecht aussehen. Aber ich stelle ihn erstmal zur Seite. Hier müsste noch einen Kleiderschrank definitiv nehmen. Ein sehr kleiner. Wenn wir sowas haben. Hoher Küchenschrank Primec, Eckschrank Primec, Primec. Hier wäre so ein kleiner Primec. Die müsste definitiv in... Ach, die Arbeitsplatte. Die müsste hell. Und hier müssen wir den... Ich glaube, die Arbeitsplatte kriegen wir nicht so hin, wie sie sollen. Die ist... Glaube ich, werde die ganze untere Küche austauschen müssen. Warte mal. Das nehmen wir nochmal weg. Es nutzt alles nichts. Es geht nicht anders. Es muss ja zusammenpassen, ne? Es muss ja zusammenpassen. Primec ist gut und schön. Bei Primec bleiben wir mal. Nehmen wir noch Primec, Kücheninsel abblenden. Window. Erstmal ein Primec in die Ecke. Primec ist falsch rum. Primec muss so rum. So,
Dann müssen wir eine normale Premex-Schränke hinstellen. Hier könnte man kleiner so nebenstellen, aber wir brauchen ja auch noch ein Spülbecken. Gibt es ein Premex-Spülbecken? Ach, das sieht nicht so aus, ne? Premex. Wenn ich das einfach nur mal eingebe. Zeigt er mir denn Sachen nur vom Premex? Ja, Spülbecken Premex. Da haben wir es nämlich schon. So kriegen wir es ein bisschen passend zusammen. Hoffe ich. Ja, ich meine, das hier sieht ein bisschen komisch aus, aber das gehört so, ne? Ehrlich gesagt. Aber es passt. So, dann nehmen wir die auch nochmal weg. Dann machen wir jetzt alles in der hellen Farbe. Weg, weg. So, hier kommt denn definitiv erstmal ein kleiner Premex hin. Wir machen auch gleich noch hängende Premex-Schränke. Guck mal, hier haben wir noch einen Premex-Kühlschrank. Wir brauchen aber jetzt erstmal einen kleinen Premex. Wo ist denn der kleine Kühlschrank Premex? Haben wir nur den zum Stehen? Jo. Gut, dann nehmen wir den. Boah, das passt immer noch nicht mit dem Großen, ne? Oder? Bin mir da nicht so ganz sicher, ob das hier jetzt so perfekt passt. Ah, müssen wir gucken. Wir nehmen jetzt erstmal den großen Premex. Da, wo der Head mit drin ist. Genau. Und mal drehen. Passt der jetzt hier neben? Aber wie aus dem Ei geleckt. Sehr schön. Dann haben wir hier nämlich den Herd, dann haben wir hier die Küche. Was ist denn das hier mit der Ecke? Ich muss bei der Ecke nochmal was gucken. Das sieht so komisch aus. Gehört das so? Oder kann man die Ecke hier extra machen? Hier sieht's normal aus. Wieso sieht's, kommt das vom Licht oder was? Nee, du bleib doch bei Premex. So. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen normalen Premex-Schrank. Ah, es kommt wegen Licht. So sieht's normal aus. So, oben die kommen dann natürlich auch nochmal weg. Da kommen dann auch vernünftige Premex-Schränke hin. Sehr schön. Haben wir hier Spüle. Der passt auch. Da ist gar kein Ofen drin. Das stand doch eben mit Ofen. Da muss ich gleich nochmal gucken. Hier soll auf jeden Fall der Kühlschrank hin. Wenn ich den jetzt da so hinstelle, passt das nicht, ne? Wollen wir gleich mal gucken. Nehmen wir erstmal den Premex Kühlschrank. Das wäre ja der da. Ob der überhaupt hier in die Ecke passt? Ja, der passt. Aber dann haben wir hier so einen Spalt, ne? Ich will den Kühlschrank gar nicht vom Fenster stehen haben. Wird zwar perfekt hier ranpassen, aber passt nicht wegen dem Fenster. Der soll eigentlich komplett in die Ecke. Aber hier zwei kleine nebeneinander passt auch nicht, ne? Oder? Den nochmal weg. Den haben wir hier clean. Ich glaube, zwei kleine werden genauso groß wie ein großer. Ah, mal gucken. Der wird mich direkt hier ranpassen und dann haben wir das gleiche Problem. Und den hier rüber, das bringt gar nichts, weil dann haben wir hier immer noch die Ecke frei. Das ist doof, Alter. Das bringt so gar nichts. Ich glaube, ich werde das Fenster etwas versetzen müssen. Oder ich lasse hier so einen Spalt. Ich meine, den Kühlschrank kann man ja auch ein bisschen extra stehen lassen, ne? Der da oben muss auf jeden Fall weg. Obwohl die Küche hier schon sehr gut ist mit dem Balkon. Ich könnte natürlich das Fenster verkaufen. So, nur mal was gucken. Wie wird es draußen aussehen? Scheiße, ne? Ah, geht aber. Aber ich hätte schon gerne ein Fenster drin, aber... Wir stellen jetzt erstmal, bevor wir wieder ein Fenster reinsetzen, den hier ran. Haben wir zwar hier noch den Spalt... Aber hier ist der Spalt nicht so schlimm, als wenn wir da einen Spalt haben. Hier würde ich dann gerne ein Fenster reinsetzen wieder. Da müssen wir jetzt mal kurz gucken. Wir müssen uns merken, Premex, wir brauchen noch die Hängeschränke. Oder ich setze erstmal die Schränke, würde ich sagen. Boah, sonst passt das doch wieder nicht mit dem Fenster. Das kennen wir doch schon. So, der müsste, ja... Ungefähr so, ne? Ja, so passt das schon. Sehr schön. Oder ich lasse das Fenster hier weg. Obwohl ich schon gerne, aber wir haben hier ja ein Fenster. Also ich mag in der Küche immer gerne ein Fenster, aber zwei Fenster. Wir lassen es hier weg. Wir machen hier normale Schränke hin.
Den brauchen wir auf jeden Fall jetzt bremig händischringe. Haben wir mal die großen und die kleinen? Und warte mal, bevor wir hier Schränke hinhängen, ich muss mal was gucken, wegen dem Ofen. Ohrküchenschrank. Ich dachte, da wäre ein Ofen drin. Da ist kein Ofen drin. Das ist ein Ofen. Das ist eine Mikrowelle, aber Mikrowelle kann man als Ofen benutzen. Ich werde einmal ganz kurz, nun, bleib mal bei Primek, mein Freund. Wir werden den Mikrowellenofen da hinsetzen. Den einmal kurz hier hin. Den einmal kurz hier kaufen. Dann nehmen wir den. Ja, eine Küche zusammenzubauen ist nicht so einfach, wie es aussieht. Zumindest für mich. Hast du immer noch viel geleckt? Jo. So, vielleicht sehe ich hier noch ein Stück Wand. Also nicht komplett, nur ein kurzes Stück, das hier so ein bisschen abgetrennt ist. Hier vielleicht auch noch ein Stück Wand, wenn es passt. Mal gucken. Und hier kommen jetzt auf jeden Fall... Ah, Ofen brauchen wir jetzt hier nicht. Ofen wird überbewertet. Wir nehmen die großen Primex-Schränke. Warte mal, das muss ja zusammenpassen mit dem da. Tut's aber nicht. Weil der Kühlschrank so dick ist, ne? Gibt's keine dicken Küchenschränke? Nee, ne? Mal was gut gehen. Bremek-Hängeschrank. Da gibt's die schmalen Hängeschränke. Entweder passen die besser oder die besser. Oder der passt dazwischen. Ja, mal gucken. Passt der? Jo. Natürlich hängen die jetzt ein bisschen höher als der Kühlschrank, aber allgemein passt das hier nicht. Auf jeden Fall müssten die ein bisschen runter, damit sie auf Höhe des Kühlschranks hängen. So. Sehr schön. Und natürlich muss auch der Eckschrank den ein bisschen runter. Ja, aber so geht's. Da passt das zwar wieder. Doch, von der Höhe her passt das, glaube ich, ungefähr, ne? Ja, gut. Es geht, ne? Es geht. Hier könnte man dann noch so ein paar Sachen rausstellen. Ich meine, als Ofen können wir den da benutzen. Die Mikrowelle. Das geht schon. Und ich war erst mal überlegen, eine Kücheninsel zu machen. Aber ich glaube, das wird hier zu eng. Hier könnte man vielleicht noch einen kleinen Tisch oder so hinstellen. Mal gucken. Das wäre aber ein sehr kleiner Tisch. Aber wie gesagt, die Bude ist ja auch nicht sonderlich groß hier. Auf jeden Fall will ich mal kurz was gucken wegen diesen Halogenlampen. Die hätte ich ja schon gerne. Ich glaube, vom Primär können wir jetzt hier nichts mehr gebrauchen. Abzugshaube brauchen wir nicht. Hätten wir die Primär-Spüle, die haben wir ja. Gucken wir einmal kurz bei Lichter. Es gibt ja diese kleinen Deckenlampen, Halogenlampen. Wenn ich sie finde. Die habe ich schon ein paar Mal in Häusern gesehen. Die muss man doch auch selber bauen können. Wo sind sie denn? Wo sehen sie denn? Hier auf jeden Fall nicht. Sehen die nicht als Deckenlampe? Offenbar nicht. Oder ich habe sie einfach übersehen? Lichtschalter, Neon. Neon ist das nicht. Nee, das würde mich wundern. Nee. Stehlampen, Wandleuchten. Es dürfte aber auch keine Wandleuchte sein. Memme. Diese kleinen, schönen Halogenlampen, wo sind die denn? Deckenlampen, Lichtschalter, Neon. Ich weiß auch nicht, wie die genau heißen, das ist das Problem. Kürbisglühbirnen, Deckenventilator, nee, das ist das alles nicht. Wenn ich wüsste, wie die heißen, könnte ich sie an die Suche eingeben. Atomkronleuchter, das ist es alles nicht. Die würden hier nämlich perfekt rein. Da sind sie doch. Ich Blindfisch. So, muss wie machen wir so ein bisschen, ne? Der Rauchmelder stört hier so ein bisschen, aber Rauchmelder stören eigentlich immer. Aber man braucht sie ja. Und hier noch so ein Händ, dass eigentlich nur so der Küchenbereich beleuchtet ist. Aber gut, wir haben keine Lichtschalter mehr, ne? Ademo. Wo ist er? Ja, guck mal, so ist die Küche selber an sich beleuchtet. Da würde ich mich Sorgen machen mit den Bereichen mit Fliesen. Bis dahin. Da ist immer noch ein Stück Wand zwischen, damit es nicht so auffällt.
Das werden wir jetzt auch mal kurz machen. Und erstmal hier. Ob das gut aussieht, weiß ich nicht. Dann kann man es immer noch wegnehmen. So. Eigentlich nur bis hierhin. Aber ob das gut aussieht? Hier, wird das passen? Kommen wir überhaupt da hinten hin? Jo. Auch bis hierhin? Dass es so ein bisschen aussieht, als wäre die Küche direkt hier reingebaut. Gut, aber wie gesagt, das hier den Fliesenspiegel bis daran und den Rest dann normal gestrichen. Das wird, glaube ich, gar nicht so schlecht aussehen. Deko und so kümmern wir uns später drum. Wir machen mal kurz die Fliesen ran. Erstmal gucken, was wir überhaupt für Fliesen nehmen. Zurück dahin. So. Winde? Wandfliesen? Gut, dann nehmen wir erstmal was anderes zur Abwechslung. Man kann ja nicht immer die gleichen nehmen. Hier ist das auch nicht ganz so groß. Hier kann man auch mal Fliesen mit Mustern nehmen, solche. Bei ganzen Wänden finde ich, ist das immer pottenhässlich. Ich weiß, 15 Stück pro Paket. Wir nehmen jetzt trotzdem 3. Und mal googeln, komme ich überhaupt ran, wie das aussehen würde. Ah, eigentlich ist das Blödsinn hier hinter, wenn man es nicht sieht, aber... Wenn schon, möchte ich es komplett haben. Mann, sind die Dinger... Ich finde die mit Mustern so hässlich, Alter. Hey, ich finde die so hässlich. Die Fensternischen hätte ich gern in weiß, ehrlich gesagt. So. So, dann machen wir gleich weiter. Mal kurz gucken, wie es hier aussieht. Hier kann man aber auch, wenn man nicht aufpasst, echt Stunden an einem Haus verbringen, ne? Stunden. Ah, ich glaube, macht sich gar nicht so schlecht. Die Fensternische mit weiß machen, klar. So hat man die Küche ein bisschen getrennt. Es geht, ne? Es geht. Also wenn man es mal weiter wegguckt, geht es definitiv. Wir nehmen die auch mal mit. Dann machen wir erstmal hier weiter. Dann sehen wir es ja gleich, wie es insgesamt aussieht. So. Gut. Ah, ich glaube, so schlecht wird es nicht aussehen. Ich meine, hier kommen ja noch Küchenutensilien und so hin. Da kann man sich gar nicht beschweren. Sehr schön. Nehmen wir mit. Ah, ich glaube, ein Paket werden wir für ein, zwei Fliesen noch brauchen. Befürchte ich gerade. Ah, das soll ja bis hier hingehen. Müsste die Wand eigentlich auch einweiterziehen, oder? Weil das hier oben so ein bisschen in die Luft. Ja, die müsste ich einweiterziehen. Das heißt, wir bräuchten noch. Eins haben wir noch. 1, 2, 3 und hier dann nachher 4. Aber wir brauchen echt noch ein Paket, okay. Nee, brauchen wir nicht. Okay, warte. Ich muss auch mal hier hin. Wir müssen die Wand einweiterziehen. So. Könnte man ja nicht auch bis an die Tür ranziehen. Der fällt es nicht so auf, ne? Oder? Hier oben nehmen vielleicht auch nochmal so halb rüber, dass wir die ganze Wand einmal ein bisschen weiter breiter ziehen. Dann sieht das auch hier ein bisschen besser aus bei der Tür. Oder? Ich glaube, das könnte was. Wer denn? Müsste man ausprobieren, wurde man. Da brauchen wir halbe Wände. Einfach ausprobieren. Man kann es ja wieder wegreißen, wenn es nicht aussieht, oder? Das sieht dann so ein bisschen aus, als wenn die Tür hier mit in die Wand verbaut ist, oder? Vielleicht täusche ich mich auch, aber... Boah, ist das hell. Passt, ne? Da doch nicht hin. Dahin. So, hier müsste definitiv ganze Wand hin. Alle mal, die Lichtschalter müssen hier weg. Büpp. Der gehört eh nicht hier hin. Büpp. So, das eine ist eine Fernsehdose oder sowas. Können wir die überhaupt wegnehmen? Kann ich nicht wegnehmen? Echt nicht? Nee.
Ah, die waren kaputt, alles klar. Das erklärt so einiges. So. Das ist ja das Schöne, man kann die Häuser ja auch zumindest von innen etwas umbauen. So fällt das mich gar nicht so auf, so sieht die Wand viel, viel besser aus und das hier geht auch. Ne? So haben wir so eine schöne Leibung drin, die kann man ja mit streichen, das passt schon alles. Ja, dann ziehen wir den Fliesenspiegel nämlich bis ungefähr hier so. Jo, das geht schon. Den nehmen wir hier wieder, den noch in die Hand. Zack, ziehen wir einmal rüber. So bis ungefähr da müsste er schon, dass die Küche zumindest komplett im Küchenspiegel steht. Jo. Hier müsste ich die Wand eigentlich auch noch ein weiterziehen. Wegen hier oben, dem Pündebilder. Was kann man ja machen? Warte mal. Leg mal hin. Nimm mal kurz hier. Aber ob das denn noch aussieht, ne? Warte mal. Das passt nämlich so gerade hier sehr gut. So, wird das ein Stück überstehen? Ne, ich glaube, wir lassen das so. Ne, ich glaube, das wäre zu viel. So ist die Küche so doof versteckt. Nee, das lassen wir so. Das lassen wir so, das passt schon so, ja. Ja, die Halogendinger, ehrlich gesagt, der Rauchmelder stört mich hier gewaltig. Mal abgesehen davon, dass in der Küche normalerweise auch nie ein Rauchmelder bei ihr kaputt sein sollte, wegen Herd und so Kram, das Ding fängt ja sofort an zu piepen, denn er Wohnzimmer, Flur und so, aber nicht in der Küche. Nee, das ist so schon okay. Klar, noch ein paar Küchenutensilien, Fußboden, den machen wir gleich. Und den guten Lichtschalter, wir bauen einen neuen, den setzen wir denn hier ran. Der passt halt gut, oder? Obwohl er hier eigentlich auch gut passt. Eigentlich passt der hier sehr gut. Der kriegt hier eh später extra. Für die Küche selber meine ich jetzt. Der passt da auch nicht ganz gut, ne? Aber wir wollen neuen haben. Das Ding ist brotnäslich. So, den Lichtschalter einmal kurz und dann nochmal Fußboden. Lichtschalter. Danke, danke. Wir nehmen zur Abwechslung mal so ein. Farbe ein bisschen so. Der sieht auf jeden Fall hübscher aus. Oh, vielleicht ein bisschen auf die Höhe so. Zack. Geht, ne? Jo. Ja, um die Küchendeko und so kümmern wir uns noch. Eins nach dem anderen. Jo, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um den Fußboden. So viel Zeit muss aus sein. Farbin, hier muss natürlich auch ein Fußbodenfliesen hin. Das passt sonst nicht zur Küche. Aber Boden und Deckel. Obwohl man auch in den Küchen heutzutage auch schon Laminat und sowas hat. Also so ist es nicht. Ich weiß aber nicht. Wegen Aufwischen und so Kram passt immer. Fußboden ganz gut. Dann nehmen wir aber auch wieder so graue. Ich weiß nicht warum. Ich mag es, graue Fliesen auf Fußboden zu haben. Ich mag es einfach. Nur gerade überlegen, wie ich das am besten mache. Woje, das gut aussieht. Vielleicht kann man ja wieder ändern. Mache ich das hier auch noch vor der Küche? So eine Kücheninsel mache ich hier jetzt nicht hin, wie es ursprünglich geplant war, weil das wird hier sonst zu eng. Warte mal. Ah gut, dann machen wir ja wieder anderen Fußboden. Das kann man ja anders machen. Bin ich hier einfach nur hier vor. Also von hier passt das schon. So lang ziehen würde. Also das müsste ja, wenn schon, bis unter die Schränke, aber nur gucken, wie es aussieht. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Wie breit haben wir das jetzt? Das sind drei, ne? Ejo. Bip. Den erst mal bis hier ran. So, das hier wird natürlich wieder wegkommen. Dass wir quasi nur so um die Küche rum haben. Das geht auch, ne? Also hier müsste den definitiv, jetzt muss ich mal kurz einen anderen Fußboden suchen. Jetzt habe ich das natürlich so versemmelt, dass das einfach nur furchtbar aussieht. So, hier wird dann definitiv der erstmal reinkommen. Der bleibt, kann ich noch nicht sagen, aber erstmal. So, den müsste dann bis dorthin. Hier natürlich auch. Ich komme eh noch eine andere Tür rein. Erstmal. Ich weiß nicht, ob das aussieht. Ich muss mal überlegen, nur hier. Aber das sieht auch nicht aus, ne? Nur vor den Schränken. Ich weiß auch nicht, ob es sowas gibt. Da bin ich mir auch nicht so sicher. Eigentlich könnte man hier auch sehr gut mit ein bisschen Abstand vor der Tür so einen Küchentisch hinstellen. Hier so. Ein bisschen in die Ecke.
Allerdings, wenn ich die Fliesen jetzt bis dahin durchziehe... Na, dann müsste ich die Fliesen bis hier machen. Dann wird's passen. Aber dann sieht's mit der Ecke doof aus. Und bis hier sieht's dann aus... ihr könnt ja mal dazu schreiben, was ihr davon haltet. Aber gesehen habe ich so noch nicht. Aber irgendwie wäre das auch mal was Neues, ne? Natürlich werden hier auch noch die Winde gestrichen. Also ich will es nicht weiß lassen. Das wäre ein bisschen langweilig. Aber wir haben ja Zeit. Wir müssen uns ja nicht abhetzen. Da kann man sich ja noch Ruhe, Gedanken machen, Überlegungen, wie es am besten aussehen soll. Heizung kommt hier definitiv nicht rein. Nicht in die Küche. Das wird schon heiß genug durch Herd und so. Aber in anderen Räumen später. Der weiße Boden gefällt mir aber nicht so ganz. Das habe ich jetzt nur gemacht, um zu sehen, wie das hier aussieht. Ja, mal gucken, rein theoretisch müsste ich hier die Fliesen bis dahin ziehen, aber so geht's auch. Ein bisschen abstrakter. Auf jeden Fall muss das hier noch gestrichen werden. Aber das machen wir nun mal weiß. Gut, dann machen wir morgen weiter. Für heute überlassen wir es erstmal. Wir sind am Ende. Morgen geht's hier weiter. Tschüssi!